Sag. Ah, grüß mich. Nee, find's nicht schön? Ich kann mir uns gut vorstellen in so einer Apokalypse, uns beide. Irgendwann werde ich dich natürlich essen, aber Oh, schön. an irgendeinem Punkt. Willkommen zurück zu Night of the Dead, zu einer kleinen Bau- und Wiederaufbaufolge, nachdem in der letzten Nacht hier ein paar der heruntergefallenen Zombies ein bisschen Feuer gemacht haben bei uns unten und ein bisschen wilde Sau gespielt haben, fehlen dann doch zwei Tische. Die müssen wir jetzt wieder hinstellen. Sobo bereitet sich vor, weil wir wollen gleich noch da hoch zu unserem Haus gehen und da ein bisschen einrichten. Genau, guten Tag. Aber erstmal muss ich meinen Kochtisch wieder hinstellen, sonst. Oh nee, mach mal tot. Was willst du denn, wenn ich baue? Mann. Wie stimmt der denn? Oh, Alter, sind die laut. Zeig mich in der letzten Folge beschwert, dass alles so laut ist, so leise ist und dass man die Tastatur so doll gehört hat auf einmal. Jetzt ist wieder alles zu laut, komm ich da. Ich muss mir doch mal so ein Mischding da besorgen, bin ich. Irgendwann. Und eine neue Kamera und überhaupt alles neu. Irgendwann. Irgendwann. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Schön, schön. Halt, wartet eine Andeutung? Meiner Geschenke? Geschenke. Easy. Muss ich erstmal noch ein bisschen verstricken hier hinten. Was waren das denn? Brauchen wir denn für die ganzen Bausachen? Alles. Nische. Nische. So. Na denn? Der steht wieder. Weh, warte, du gehst jetzt nicht alleine. Okay, schön. Dann gib mir mal Seil, Holz und Holzbretter. Dann nimm dir doch aus der Kisten. Ist nichts da. Doch ein bisschen. Seil. Holzbretter. Nimmt alles mit. Laut. Schön so. Dreckiger Forschungstisch. Komm her wieder. Wie oft ich den schon hingestellt habe wieder. Da ist er wieder. Sind wir gestorben? Nee, ne? Wollte nicht hingucken. Glaub nicht. So, Möbel. Möbel. Was brauchen wir hier? Eisenplatten brauche ich noch. Nee. Gib mal die Wolfspelze wieder raus aus deiner Tasche. Jetzt. Sonst schieße ich dir eine Kniescheibe. Gucken. Oh. Wie brauchst du denn? Alle. So, kann ich noch bauen? Was ist denn das hier? Warum kann ich das nicht bauen? Leder. Lederstuhl. Okay, wir bauen einfach alles mal hin, dass wir alles mal gesehen haben. Oh, jetzt hast du das Leder geklaut? Oder? Na? Die müsste mal irgendwo was drin sein. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle dabei. Nur Pflanzen vielleicht noch, ne? Pflanzen? Oh Mann, für Pflanzen? Pflanzen gibt es ja ganz viele auf. Oh Pflanzen. Gott. Pflanzen. Da kann man, jetzt muss die Frage, kann man das auf Tische stellen? Jetzt werden wir alles ausprobieren. Nach der letzten Nacht ist mir auch so ein bisschen. Ich habe ja keine Lust auf die nächste Nacht. Wer weiß, ob das alles so klappt, wenn die jetzt so komisch reagieren auf alles, was wir gebaut haben oder ja nicht kommen vielleicht. Ich denke, die werden schon kommen. Die werden schon kommen, aber da sind ja keine Riesen bei, von daher. Puh, egal. Die Riesen wären ja das kleinste Problem. Weil die ja nicht Stimmt. darin gekommen wären. Könnte man eigentlich gemütlich alle Folgen da machen.
Und hätten nie einen Riesen. Wir müssen bloß zusehen, dass wir zum Rand ein bisschen Abstand halten und dann geht das alles. Sis, das wäre ja easy peasy. So, was haben wir denn hier schön? Zeigt mir. Achso, ich brauche ja nicht hier hoch. Reicht ja hin. In den Eingangsbereich keinen Teppich legen. Der ist ja doof. Ich will ihn nicht an die Seite legen. Und was machst du da? Ich höre dich schon wieder klopfen. Solarzellen reparieren. So. Ganz schön hoch hier. Meine Fresse. Maschinen. So kann ich ihn drehen. Jetzt auf. Jetzt. So. Erstmal hier. Wie, der ist ja hässlich. Alter Vater. Wer will denn so einen Teppich in seinem Haus? So, mit Sonnenlicht sieht er ganz gut aus. Kann man da auch noch was drauf bauen? Probieren. Schön hast du das gemacht. Oh. Hast du schön gemacht. Tine Wittler ist unterwegs. Ich sehe es schon. Aber so ein Teppich kann man doch auch unterm Tisch und so machen. Zur Not reißen wir den Kram wieder ab, scheißegal. Ja, natürlich geht das nicht mittig, nur quer. Das ist ja doof, das geht nicht mittig. Ja, da habe ich auch so ein Problem mit. Ja, musste mal die Perspektive so ein bisschen wechseln. Stellst du jetzt auf jeden Teppich eine kleine Pflanze? Ja. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein elektrischer Stuhl. Ich hab keine Blätter bei. Wie ein elektrischer Stuhl? Nee, den wollen wir hier nicht. Schön. Oder? Oh, die Windräder da draußen nehmen wir ja ein bisschen auf. Ach, du hast gesagt, das ist so beruhigend, ja, so schön. Ich hab jetzt so laut. Ist ja nur für uns zwei, wa? Kann man sich da auch hinsetzen? Direkt kann es upgraden. Ach nee, ist die Brücke. Vier? Warum vier? Wir sind doch nur zwei. Oder willst du noch Gäste einladen? Ja, wir kriegen noch Besuch. Zombie-Besuch? Ja, genau, die binden wir hier einfach an. Die Schreihälse, die machen uns schon ein bisschen Besuch. Ja, das sieht da heimelig aus hier. Heimlich sieht aus. Heimliches Haus. So, was haben wir noch? Guck, wie schön. Gleich. Hast du Blätter? Ja. Gib mal. Oh, hast du schon immer. Was waren das? Zwei? Nee. Zwei Blätter. Tja, einen Fernseher gibt's hier nicht. Nee, ist ja schlecht. Naja, was willst du auch für Tasten du für Ansprüche, wenn du Survival machst und in einer Apokalypse lebst? Ja, aber wir haben mit dir ein Wundenspiel. Sag mal, gibt's hier nicht so ein. Genau. Obwohl, der ist ja schön hässlich. Achso, ja. Nee, den mach ich mal rechts davon. Warum ist denn das so? Da sieht man.
schön kann man hier rum sich in abspielen. Ja, könnte noch mehr sein, so wenn man ganz Langeweile hat. Gib mir mal bitte Ziegel. Hier bin ich. Ja, wir stellen das ganze Ding hier vor. Wir müssen uns ja auch wohlfühlen, wenn wir apokalyptisch wohnen müssen. Oh, weil ich auch nicht was. Danke. Auf Weiher? War das auf Weiher? Ich hab nicht auf Weiher gesagt. Wird auf Weiher? Das ist auf Weiher. Ja, zieh doch nicht. Tralala. Geht nicht in der Mitte. Hier möchte ich jetzt wohnen. So. Nein, grüß nicht. Nee, find's nicht schön. Ich kann mir uns gut vorstellen in so einer Apokalypse, uns beide. Irgendwann werde ich dich natürlich essen, aber. Oh, schön. An irgendeinem Punkt. Was fehlt mir? Was haben wir denn noch? Kannst du noch ein bisschen Lampen? Kann ich ja. Kann ich die hier hinbauen? Nee, nicht so wie ich will. Den hängst du, glaube ich. Oh Gott, nee, das ist mir zu hell. Nee. Kann ich ja nicht schlafen. Nee, mach es aus. Ich hab hier einen Hammer bei. Den musst, also wenn du nochmal einen Hammer hast, die müssen wir wegmachen. Wenn du nochmal einen Hammer hast, ja. Licht ist nicht schön. Schilder können wir noch machen. Mein Bett und dein Bett. Aber nein, wie sieht denn das aus vor dem Bett, so ein Kasten? Na, da kommt der Fernseherhof am Fuß hin. Wir haben keinen Fernseher. Hier gibt es sowas nicht. Machen weg, das sieht ja furchtbar aus. Stellt an der Seite. Hier so. Ich will ja ins Bett springen. Ich will mehr bauen. Mach mal Schilder. Wofür denn? Home sweet home. Meins, deins. Aus muss dran. Ja, man kann auch so eine Nachttischlampe. Ja, aber da stehen jetzt sehr schön. Na? Ja, passt. So. So, jetzt können wir wohnen, Mensch. Mehr? Können wir, ja. Es werden auch Küchenmöbel und so. Oh, gut, dann werden wir auch bei Sims, glaube ich. Wenn wir uns jetzt komplett hier richtig einrichten. Geht der auch mittig? Und der Schrank ist nicht mittig. Der Schrank ist mittig, der soll ja nicht vor das Fenster. Naja, aber jetzt hat er die kalten Füße drin. Ja, ne? Wenn du aus dem Bett steigst. Ja, doch. Mal Hammer holen. Das so muss. Nee, die müssen mittig vom Schrank. Aber das ist ja doof. Nee. Weil. Das sieht doof aus. Guck doch mal, wie das aussieht mit dem schiefen Teppich. Ich weiß nicht, was ich jetzt abreißen. Den Teppich. Und die Lampe. Die Lampe auch? Die oben. Nee, die nicht. Die ist schön. Die unter komme ich nicht ran oben. Lieber. So, ist das richtig. Und jetzt noch den anderen. Nee, die geht bestimmt mit mir ab. Ist zu hell. Können wir nicht schlafen. Ich hoffe, dass das jetzt so ist. Ja. Ja, wartet. Wart. Oh, noch ein Stoff. Oh, du bist ja sehr gut vorbereitet, ey. Gib doch irgendwas. Dann knipper dir das Ding mal zusammen. Schnell. Bilder wären auch gut für die Wände, so. Ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon so ein bisschen anspruchsvoll. Ich glaube auch. Richtig. So, jetzt passt du doch für das Auge.
Munkauge. Das ist wie bei schöner Wohnen, ey. Das. Warte mal, bleib mal da stehen. Das ist schön gemacht. Schön gemacht. Ah, ist nicht ganz mittig. Ist egal. Musst du den Schrank nehmen, aber jetzt kannst du eh nicht. Jetzt musst du das andere auch nicht mit dich stellen. Ich weiß nicht genau. Ich hätte einfach so hin, scheißegal. Na ja. Warum nicht? Also. Schön, oder? Na klar. So wohnt sich das doch perfekt. Ja, wir brauchen so eine Bar, aber wir haben ja keine Möbel für eine Bar. Musst du dir was ausdenken? Naja, wir könnten so eine. Ah, ich kann keine Materialien. So eine halbe. So eine halben Wände, gibt's nicht so eine halbe Wände? Doch, gab es doch, wo sind sie? Machen wir unten aber, ne? Hier oben ist kein Platz mehr. Da. Halbe Wand. Seile. Und die Seile? Hier. Sind Seile auf den Teppich geworfen. Ja, so eine halbe Wand hier hingestellt? Kriegen wir sonst nicht hier? Aber oh, die ist so hoch, glaube ich. Denke ich. Oh ja, meine Gott. Geil. Na, er gibt nur drei. Hättest du aber um mittig stellen müssen. Ja, also, das ist total blöd. Wir müssen noch ein Podest stehen. Machen. Ein Podest, wo man drauf steht. Jetzt müsste doch noch ja, so ein Gläser hier. Kein Möbel, was? Nee. Was so aussieht. Schade. Oder? Was denn? Ja, das ist doof. Ich kann meinen Diamant versenken, aber ich glaube nicht. Schräg. Kannst du, guck weg. Und ja, das Bett konnte ich auch tiefer stellen. Die halbe Wand meinst du, verwenden bestimmt. Geht? Muss er. Dann habe ich kein Maß mehr. Doch. Aber nur bis zum gewissen Punkt. Bis. Da. Naja, das ist doch gut, guck. Dann stellen wir da mal ein paar. Gläser. Gibt es damit auch so eine Querdinger, aber das wäre zu groß, wa? Ne, geht nicht. Müsste man vielleicht einen Balken reinmachen? Geht das mit dem Balken? Geht nicht. Schade. Okay, hier unten schon wieder irgendwie ein Trapsen. Naja. Das ist so, er ist so eine Theke. Na, aber hallo. Das finde ich aber hoch. Na. Improvisierst du schön die Theke. Dann bauen wir hier drüben noch eine improvisierte schöne. Ah, nee, geht nicht. Schade. Ja, musst du noch. Machst du schon mit den Stühlen? Ja, mit dich diesmal. Also, dann brauchen wir hier noch einen schönen. Kann ich den letzten nicht? Einen schönen Schrank irgendwie?
Ein Barsch. So ein Barregal, was haben wir nicht? Nur Schränke oder Regale? Die waren Schrank? Ja. Zwei Hocker nur? Der Kappchen, mir fehlt ein Nagel. Ich hab schon alle ausgegeben. Ist nicht mittig. Doch, jetzt der dritte ist dann mittig, wenn du den dann da hinstellst, dann passt das wieder. Aber hier ist es ja, ja auch alles schräg, mittig, was du hier gemacht hast. Guck. Der rechte ist ein bisschen weit vorne. Ich hasse sowas. Wurscht. Wenigstens oben halt gerade. Weitestgehend. Was stellen wir hier hinten? Wer schreit denn da schon wieder? Regale? Ja, was anderes haben wir ja nicht zur Auswahl, ne? Die offenen Regale vielleicht, ja. Den Schrank. Ah, hier haben Rolldinger drunter. Mhm. Könnte man mit hochrollen. Ach Gott, schräg. Ganz doll. Ja, ich hab's jetzt vom Fenster aus gemacht. Nee, du musstet von... Ja, doch, aber dann hättest du den Balken ja hier in der Mitte nehmen müssen. Ich muss da nochmal mit dem Hammer ran. Naja. Nein. Doch, ich muss es gerade machen. Die druckelt jetzt immer so extrem, wenn es speichert. Töppich. Auf diesem Löchchen hier. Ich weiß. Da läuft er. Ist das gleichmäßig? Ja, nein. Meins weiß ich nicht. Bei mir ja. So, und denn? Ja. Wie sieht die aus? Haben wir hier eine Hanfpflanze? Nee. Topf mit Basilikum. Basilikum ist okay. Basilikum ist okay. Mhm. Aber man kann nichts in Regale stellen. Und nicht oben ruf? Doch, kann man. Nee, oben ruf nicht, nur ins Regal. So. Niedlich. Ganz klein. Mach schon Basilikum. Also falls wir irgendwie Mojito mit Basilikum trinken wollen oder so. Ist der nicht mit Minze? Ja, wir haben nur Basilikum. Ob das so gibt schmeckt? Gibt hier keine Minze. Egal, eine Apokalypse ist total wurscht. Sehr schön. Einmalig sieht das aus. Ach, sie muss sich so doll bewegen. Umsuff und abrutschen. Sonst. Die Pflanze steht auch bei uns. In echt? Siehst du? Mit den weißen Schniepeln oben dran. Pablo. Den weißen Schniepeln? Hm? So, guck. Oh, ja. Oh, warte. Was ist denn hier noch? Stylisht. Wollte ich oben ruf und Coyote Ugly machen. Oh, aber nicht. Auf den Tresen. Ja, schön. Oh, da kann man was drin packen. Schenke. Da kann man was drin packen? Ja, sind Aufbewahrung. Die Schränke auch. Ja, das, genau. Ein Outfit drin packen. Ja, wir müssen auch ein bisschen für Sauerstoff sorgen. Ja, geh noch dichter ran. Warum? Ich wollte da reingucken. Muss ich dicht ran? Ja, warum geht mir das nicht an? Das steht nicht schön. Egal, wie das aussieht. Bleib zu. Ja, Pflanze. Sehr schön. Bombastisch. Das hängt zwar nicht ein bisschen in der Luft auf. Damit ist hier eigentlich draußen los. Upsa.
ist doch äußerst. Äußerst gemütlich. Hm? Schön. Naja. Was ist da? Tine Wittler in Night of the Dead. Genau. Schöne Einrichtungsfolge. Dann können wir morgen wieder gleich die nächste Nacht starten am Pool. Da ist ja eigentlich soweit alles fertig. Ja, nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, stimmt. Kleinigkeiten können wir über den Tag verteilen. Irgendwer poltert hier wie ein Ochse. Ja, die gehen jetzt nicht über den Fallenweg, die gehen jetzt direkt durchs Krankenhaus wahrscheinlich. Dumm batzen die. Wollen sie zumindest. Gibt's aber nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Irgendwo brütet hier. Ich geh mal rüber, vielleicht kommen sie denn. Ich werde mal noch ein paar Ballistenbolzen machen für die nächste Nacht und so Kleinkram. Gucken, was der Strom sagt. Ja, hier ist ja soweit alles fit, wa? Hier ist alles schön. Hier war Hauptsache ja nicht viel. Hauptsache, die benehmen sie nicht wieder so bescheuert wie in der letzten Nacht. Tja, das werden wir sehen. Ja, na gut, dann machen wir hier Schluss. Ein bisschen einrichten, mal wieder was anderes zwischendurch als Looten und Bauen und Nacht. Mal was ganz anderes und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge zur Nacht 47. Ja. Moment, ich muss noch töten. Also, ja. Bis dahin, würde ich sagen. Haut darin, würde ich sagen. Ciao.